Drüsenrüstung. Ah, ganz alleine hier. Arr. Irgendwelche Aufgaben. Wie mache ich die denn? Ich soll jetzt Rodox, Serganten oder sowas. Was weiß ich. Wie heißen die denn? Serganten. Aha. Wie sehen die denn aus? Trupp. Rodok, Stammeskrieger. Hier, Speerwerfer. Ich brauche Rodok Speerwerfer. Rodok Veteran Speerwerfer. Ich werde jetzt cheaten, aber ich will nur mal gucken. Ein zum Speerwerfer, ein zum Armbrustschützen. Ich auch ein Speerwerfer, Armbrustschütze. Gut, jetzt haben wir einen voll ausgebildeten. Und jetzt, was kam da noch? Rodok Speerwerfer. Rodok Speerwerfer. Ausgebildeter Rodok Speerwerfer. Entschuldigung. Oh, das wollte ich gar nicht. Das ist dann aus Rodok Veteran Speerwerfer. Ach so, okay, ich brauche einfach nur Speerwerfer. Upsala, habe ich mir einen gecheatert. Na toll, 5 Stück soll ich jetzt auftreiben. Wie soll ich das bitte schön machen? Dann cheaten wir es mal schnell hier hin. Und versuchen die auszubilden, wa? Alter, wie soll man denn sowas ausbilden, ey? Immer noch kein volles Life, aber meine Truppen sehen gut aus. Vielleicht haben die Banditen ja auch irgendwie in irgendeiner Art Rüstung für meinen lieben Manet dabei. Und mein Pferd gibt ziemlich ab, muss ich schon sagen. Hier Bogenschießkünste verbessern. Na toll. Ich hasse diese Banditen. Die haben einfach immer nur ihre blöden Bogenschützen dabei und killen damit alles, was geht, ey. So, 2 Handwaffenfertigkeit 146. Alter, haben die sich gerade selber erschossen? Ne, ich glaube, das waren meine Leute. Alter, guck mal, wie feige die da einfach rumstehen mit ihren Scheißbogen und dann schießen sie alle auf einmal auf mich, ey. Da sind meine Leute aber da. Tut mir leid für euch. Der hätte wohl schneller als gedacht. Und Chausen. Du kommst ja auch gerade recht. Was ist das für eine? Wegri, ne? Ja. Wegir. Entschuldigung. Rodok Speerwerfer. Komm hier, Rodok Fucker, ey. Was kommt denn vom Rodok-Segant, Rodok-Speerwerfer, Rodok-Speerwerfer? Alter, man, die brauchen wirklich viel, ey. Hier, ich denke mal, das können wir für den lieben Manet mitnehmen. Das hier auch. Das hier auch und das hier auch. Speerwerfer, Rodok-Veteran, Speerwerfer. Einen haben wir, toll. Brauchen wir noch mehr und Trupp. Manet. Rem. Ausrüstung. Ach, auf jeden Fall besser. Okay, jetzt die Frage 14-10. Dein Knüppel kann weg, mein Freund. Kann diesen Gegenstand nicht benutzen. Erfordert Stärke 8. Bogenzugkraft 1, verarschen. Fertigkeiten. Stärke 8. Bogenzugkraft 1. Ich glaube, der hat. Was hat er für eine Waffe? Hier, erstmal den hier. Den hier.
Zweihändige Waffe. Ja, ach nee, die Schuhe haben wir. Okay, die Keule kannst du auch nehmen, wenn du willst. Fertigkeit. Hier, 200 Waffenskill. Damit du auch mal ein paar Kills machst, Junge. So, den Rest kannst du ja auch suchen, was du willst hier. Dam, 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 dam. Noch ein paar 200 Waffenskills. Und Bogenschießen. Gut, da hat er jetzt auch mal ein bisschen Ausrüstung. So, Entschuldigung, wenn ich jetzt cheate, aber das irgendwie muss man hier vorankommen. Sonst geht es ja wirklich gar nicht. Tod ist euch sicher, ihr kleinen Wichsgeburten. Kommt, chillen wir mal. Mal schön 10 Schritte vor. Aber schon eine kleine Armee, wa? Da kommen sie auch schon. Wo ist die Sadie bemannt? Würde ich jetzt gerne mal sehen. Der fällt ja gar nicht mehr auf mit seinem weißen Ding. Ich bin eindeutig zu dumm, um ihn zu sehen, wa? Ach, da ganz rechts, er hat seinen Bogen. Und da schießen sie alle wieder so richtig feige mit ihren Pfeilen. Hier liegen ja aber auch schon 4 Tote. Geil. Jetzt haben wir so langsam zum Angriff und es leckt. Dann werden wir, denke ich mal, noch ein bisschen Ausrüstung mitnehmen, falls wir wieder einen rekrutieren. So einen richtigen Mahnet, ey. Alter, wollen die jetzt alle auf einmal flüchten? Geil. Das hatte ich ja auch noch nie. Wollen die alle gleichzeitig flüchten gehen, ey. Na komm, Bogenschützen, haut mal rein, ey. Komm, bleibt einfach stehen, dann macht das uns leichter. Jawohl, eine kleine Rüstung für einen neuen Kämpfer. Hier, das tun wir jetzt mal nach unten. Ein Pfeil und eine Haube und so ein Ding. Das reicht schon. Einige Soldaten können befördert werden, das freut mich. Armbrustschütze. Boah, komm, ey, das muss ich. Wie viele Tage habe ich denn Zeit für die? 120 Tage, ja komm, da kann man ja locker welche ausbilden. Dann ist ja das ja kein Problem mehr. Auf jeden Fall mache ich mich gleich auf die Suche nach einem neuen Gefährten. Ja, die Armee sieht ganz gut aus. Ich frage mich, warum hier kein Gras ist. Naja, was soll's. Und da sind sie auch schon. Na, diesmal kein Pfeil und Bogen. Doch. Das ist mein Pferd in Ruhe, du kleine Bitch. Da mache ich alles alleine oder was? Nee, meine Truppen sind leider schon da. Ich hätte gerne alles alleine gemacht. Aber da müssen die ja wieder geiern. Feiert nicht so, ihr habt nichts gemacht, ihr blöden Bauern. So, die haben keine guten Waffen. Ah doch, nein! Egal. Trotzdem können so viele Truppen befördert werden. Mal einen Armbrust schützen und dann gehen wir mal nach Velusa. Wie ist eigentlich... Ach, egal.
nicht zur Burg, sondern in die Schenke. So, nach oben geht's. Ich hasse diese Treppe. Da kann man nicht mal rennen, ey. Und der sieht. Ah, gut, den nehmen wir mit. Was ist das da hinten? Ist ein Buchhändler. Und dann nehmen wir den mit. Vielleicht auch umsonst. Jawohl. Die mag ich doch am meisten. Na komm, wir kaufen dir noch eine schöne Waffe. Was soll denn der Geiz hier? 1800 ist zu teuer. Sollen wir das hier verkaufen? Dann am besten das hier auch. Und dann kaufen wir dem. So, für 500 ein kleines Schwert. Trupp. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Damit wir Überblick haben. Nach unten, du bist untermannt. Ne, übermannt bist du einfach mal. Fertigkeiten, hat keine Skills. Ausrüstung 14,6 ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber 24,7 ist besser. Hat kein Skill. Hier, komm, mach mal das blöde Schwert da weg. Hier ist noch sowas. Sieht zwar scheiße aus, aber was soll's. Bogen zu Kraft 1. Na komm, du steigst schon auf. So, okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder ins Versteck. Und chillen wieder, bis es Tag ist. Jetzt können auch Truppen befördert werden, aber erstmal töten. Mann, das ist echt blöd. Ich will es eigentlich echt mal schaffen, ohne zu cheaten hier. Ohne zu cheaten, mal zu gewinnen. Und die Fläche ist ja mal mega geil hier. Aber nein, immer muss gecheatet werden, weil man sonst nichts auf die Reihe bekommt. Ah, da ziehen sie wieder ihre Bögen. Ja, vielleicht sollte ich eigentlich auch mal auf diesen Firentes warten oder wie auch immer der heißt. Damit der mal ein paar tötet. Oder wenigstens mal einen Schlag trifft, damit er Erfahrungspunkte bekommt. Aber das wird er im Laufe der Zeit schon schaffen, würde ich sagen. In der Zeit sollte ich mal. Ja, genau, ich sollte lieber mich trainieren. Ich brauche ein paar Punkte, ey. Ich muss mir doch hier ein paar Skills geben. Och nee, das ist nicht euer Ernst. Jetzt ist auch noch so ein roter Focker gestorben hier. Haben wir es jetzt? Jawohl. Ui. So, komm. Ja, Truppen befördern. Nochmal drei Armbrustschützen. Das war's dann auch. Vier Rentes, war doch richtig. Keine größeren Banditen? Doch. Alter, wie schnell, was für Reflexe haben die denn? Jetzt aber nicht mehr, mein Freund. Jetzt würde ich jetzt immer auf meine Leute warten. Ach nee, komm. Hey, komm, die sehen doch eigentlich voll gut aus von der Ausrüstung her. Warum bekommen die hier nichts gebacken? So, laufen wir nochmal im Kreis, damit die ein bisschen mitkommen. Und ich nicht alles alleine machen muss. Mal sehen, ob wir in 100. Ach komm, in 120 Tagen bekommen wir locker 5 Serganten hin oder so. Wie auch immer heißen. Sehr gern. Entschuldigung. Jetzt treffe ich noch nicht mal mehr was. Okay, ich glaube, da werden wieder welche sterben. Oh, ich glaube, das war der Firentes. Ich glaube, den hätte ich lieber den Kill machen sollen. Jetzt ist hier ein bisschen viel los.
Ach komm, ist nicht dein Ernst, oder? Ach komm, und da hat der Bogenschütze ihn gekillt. Jo. Läuft. Läuft. Genug zu essen haben wir auch. Mann, Stufe 6, Alter. So, und unsere Truppe wird immer besser. Das gefällt mir sehr gut. Hier haben wir noch 24er. Wie viel Geschwindigkeit haben wir eigentlich? 4,5 und der hat 4,8. Ist gar nicht so viel Unterschied eigentlich mit der großen Truppe. Na, jetzt komm bitte. Danke. Blöden Banditen. Ey, komm, dann lassen wir die Bogenschützen auch mal ein paar Skills verteilen. Lassen wir auch mal ein paar Skills bekommen. Dann wieder mal F2.